So, jetzt hier nochmal zack, zack, eine fixe Folge aufnehmen. Ja, wird super. Wir machen weiter bei Kaizo Kinderquatsch. Kaizo geht das? Und waren irgendwo? Ach ja, das Chucks-Level kommt jetzt. Wir haben die Abschlussprüfung, Quatsch, die Zwischenprüfung. Den Zwischentest. Ich weiß, wovon ich rede. Haben wir Bild? Haben wir Bild? Haben wir Bild? Wir haben Bild. Perfekt. Gemacht und jetzt sind wir im Chucks-Level. Mal gucken, was uns entgegengeworfen wird. Ein Chuck. Mach mal kaputt. Danke. Bro. Yay, Kaizo-Chuck-Sprünge, die werden super funktionieren. Ja, ich hab's drauf. Mach kaputt. Danke. Ah, okay, man soll jetzt eigentlich hier außen rum gehen, um den zu triggern, damit er hier durchrennt. Aber wir sind ja Profis. Da war er, der Profi. Aber ich mach das so. Ist mir egal. Ich nutze den oberen Weg da garantiert nicht. Den oberen Weg da nutzen nur. Na, egal. Wir nicht. Wir nutzen den oberen Weg nicht. Ah, eigentlich kann ich den sogar killen, weil ich brauche den nicht mehr. Tschüss. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Oh ja, Problem ist, meine Zielgenauigkeit lässt gerade schon wieder deutlich zu wünschen übrig. Spring, du Hund. Klopp. So. Okay. So. Warum nicht gleich so? Okay, jetzt läuft er da weiter und wir müssen mit Sicherheit da, wo die Münze. Okay. Das muss man wissen. Aber hey, jeden Frame. Quatsch. Andersrum. Jeden Versuch kommen wir ein Frame weiter. Das ist doch was. Jetzt nicht. Jetzt leider nicht. So. Zacki. Und ab dafür. Gibt es nicht auch. Ich habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Wow, es ist einfach weg. Gibt es nicht auch? Was wollte ich sagen? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Ich weiß es legit nicht mehr. Gibt es nicht auch? Ich weiß, wie ich angefangen habe, aber ich habe keine Ahnung, was ich wollte. Ja, passiert, ne? Gibt es nicht auch. Wir überlegen jetzt den kompletten Rest des Partes. Was wollte ich sagen? Gibt es. Stimme weg. Gibt es nicht auch. Was mache ich denn? Das ist schon wieder jetzt. Ich merke das schon jetzt. Das ist so eine Folge, die sollte ich einfach sofort nicht weiter aufnehmen. Weil ich gerade super schlecht bin und eigentlich viel besser bin und damit das Ganze einfach nur Vito-Zeit kostet. Weil das gerade alles echt nicht schwierig ist. Und trotzdem hängen wir jetzt schon 4 Minuten in dem Level. Das ist ein bisschen traurig. Das ist ein bisschen sehr traurig. So. Aber da ist er wieder, der Frame gewesen, der Frame, den wir weitergekommen sind. Beim nächsten Frame sind wir dann im Midway Point. Also bisher spielen wir das Level auf jeden Fall ohne States, das ist mal ganz klar. Das ist belastend.
F in den Chat für einen gefallenen Mario. Ach, komm schon. Gefallenen Mario, wollte ich sagen. Ich trau mir, manchmal traue ich mich nicht, obwohl es funktionieren wird. Jetzt springt er nicht. Du Viech. Komm her. Mach kaputt. So. Weiter. Ist er. Das gibt's so. Was. Die Grinsen. Das gibt's doch nicht. Hopp. Manchmal ist es, glaube ich, einfach wirklich besser. Es kommt einfach kein Part anstatt so einer. Ich weiß es nicht. Oh nein, ich habe Quatsch gemacht. So. So, aber vielleicht wird der Part ja noch gut. Nee. Ich muss den halt an der Seite erwischen. Wenn ich ihn in der Mitte erwische, dann ist der, reicht der Sprung nicht aus. Na bitte. Ich dachte jetzt, das ist vielleicht so eine Blocksnake oder so, die jetzt loszieht. Die macht einfach nichts, die ist einfach da. Wofür ist die jetzt da? Ach, hä? Ich gehe kurz sterben, weil ich habe die Vermutung, dass ich dann aus der Röhre da oben rauskomme. Nee. Wofür ist diese Blocksnake da? Ah, ich muss in die Röhre rein. Achso, falls man runterfällt. Ja gut, aber hier ist ja direkt der Midway Point gewesen. Also die konnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Egal. Warum hat mit... Ich frage einfach nicht nach, aber wozu hat man jetzt diese Steinchen hingebaut? Sehr merkwürdige Designentscheidung. Da auch so hoch? Ja, easy. Oh, ich hoffe, ich brauche den nicht nochmal. Oh, no. Ab wann werfen die? Komme ich ran, ohne dass die werfen? Wäre schon stylisch. Nee, komme ich nicht. Okay, dann müssen wir es mit Sicht machen. Dann müssen wir es mit Sicht machen. Schade. Wäre cool gewesen. Ja, gut, aber dann stirbt man hier halt. Ich meine, das ist ein Midway Point. Da jetzt Blöcke hinmachen, deswegen. Naja, kann man machen. So. Dieser ominöse Stein hier, der beschäftigt mich jetzt auch bis zum Ende des Parts, ne? Oh boy, das wird interessant. Die Stelle wird interessant. Also das dürfte die erste wirklich schwierige Stelle sein, die auch jetzt nicht durch mich einfach schwierig wird, sondern die halt wirklich schwierig ist. Muss mal gucken, was die für ein Cycle haben. Ob das Sechser sind oder ob das Zweier sind. Oder irgendwas ganz anderes. So. Oh. Komm mal her, mein Freund. Schade. Aber ich habe da was gesehen.
Ah, schade, es reicht. Oh, aber ich habe noch einen Versuch. Oh, es reicht nicht. Nee, man kommt nicht hoch. Okay. Oh, komm schon. Es reicht leider nicht, um hoch zu... Oh. Oh. Alter. Timing! Vor allem, ich sterbe ja trotz, dass da Blöcke sind. So. Neuer Anlauf. Ich frage mich, was dieser Stein für eine Bedeutung hat. So. Es ist ein Sechser-Cycle. Na, großartig. Und ab dafür. Okay. So, die werfen nicht mehr. Oh Gott, Entschuldigung. Ich hab grad. Scheinbar noch ein Chipsbrösel irgendwo. Jo, was? Was bist du denn? Was bist du? Hä? Ach so! Nein! Ich dachte jetzt, vielleicht muss der die Wand hochlaufen und ich muss auf ihn springen. Der holt einfach die Viecher her. Oh nö. Oh nö. Jetzt muss ich das hier nochmal machen. Nix. Das hat nicht hingehauen. Okay, es hat hingehauen. Darauf zu werfen. Danke. So, aber der fängt nicht an zu laufen. Schade, ich dachte, der kann, ne, dass ich dann mit dem da hochspringe, aber dann muss ich über die... Das wird ja unangenehm. Ah, der ist gut. Ja. Okay. Wie haben die das gebaut? Ich lache, wenn ich oben drüber komme. Ich komme nicht oben drüber. Oh Gott. Wir haben noch einen Kaisersprung zum Schluss. Nein! Du blöder Super Cooper. Ach, komm schon. Ach, das gibt's doch nicht. Oh, aber der Schluss ist fies. Oh, der Schluss ist richtig fies. Ich hab den Kaisersprung geschafft. Also den Kaiser-Chuck. Ach Mist, ich hab verpeilt. Oh. Ich hab den Kaiser-Chuck geschafft. Ist ja auch gar kein Kaisersprung, weil man springt ja gar nicht. Der Chuck springt ja. Ah ja. Danke. Oh nee, ich muss den erstmal.
immer hochwerfen, immer hochwerfen und dann einfach durch. So, das ist gar nicht so schlimm. Das ist gar nicht so schlimm. Das hier ist auch kein Problem. Jetzt kommt halt der Spaß wieder. Hört der eigentlich irgendwann wieder auf? Oh mein Gott. Es ist traurig, was ich hier mache. Doch nicht, dass ich das Timing immer komplett verhaue. Mann. So. Was? Was? Was, Bruder? Warum? Warum habe ich das getan? Hi. War mein Rhythmus kaputt. Der sonst immer so schön funktioniert hat. Ich komm doch einfach. Ich komm einfach so da hoch. Ich komm einfach so da. Gut gebaut. Ja, moin. So, wie gesagt, das ist eigentlich nicht das Problem. Hier sind auch kein Problem. So. Aber du bist ein Problem. Der ist gut. Okay, so. Kriege ich den jetzt rausgescreent? Dass der mit seinem Müll aufhört. Yes. Nein! Okay, er hat zwar aufgehört zu piepen, aber die Viecher bleiben. Okay. Schade. Dann können wir es leider nicht auf die angenehme Art und Weise spielen und müssen uns durchhetzen. Na gut. Oh, es hätte gar nichts gebracht, da oben hinzukommen. Aber gut zu wissen. Jo, mach nicht unten werfen, Viech, Kollege. Na, zumindest an sowas hätte er gedacht, okay. So. Vielleicht mach ich einfach einen Wandsprung und nutze ihn gar nicht. Wie wär's damit? Mach einfach einen Wandsprung und nutzen ihn nicht. Was haltet ihr von der Idee?
Schade. Bin wohl zu schlecht für einen Wandsprung. Nee, ich kann Wandsprünge einfach überhaupt nicht. Ich glaube auch nicht, dass Wandsprünge nachher hier irgendwann verlangt werden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, ich kann die nicht. Nee, ich kann die nicht. Oh nein, ich dachte, ich komme direkt hoch. Der ist gut, der ist gut. Ja. Ja, das Fiepen hört dann zwar auf, aber er selber halt nicht. Naja, er wird wieder ruhig, aber die Viecher bleiben da. Gehen die irgendwann wieder weg? Oder sind die jetzt wirklich konstant am Spawnen? Na, okay, machst du nix. Boah. Bin in die Manche reingerasselt. Oh, dieses Ende ist fies. Es hat halt so einen Random-Charakter, ne? Das ist so. Mann, wir hatten es. Ich bin dann vor dem Ziel in den Koopa ich dachte, ich habe mich in einem Mancha ganz kurz gesehen. Ich habe mich tatsächlich ganz kurz im Mancha gesehen. Oh nee, es hat nicht gereicht. Der ist gut. Nein, der war nicht gut. Die sind alle nicht gut. Alle unbrauchbar. Der ist okay. Der ist auch okay. Nein, dann ist der okay. So, aber wie gesagt, es. Oh, das wäre schon wieder fast schief gegangen. Mein Gott, ist das doof am Ende. Uah. Okay, na gut. Wir gucken mal ganz kurz, was das nächste ist. Aber eigentlich würde ich hier den Part beenden. Ach, wobei so ein Spin-Jump-Level sollte noch drin sein. Außer das ist jetzt richtig böse. Aber es hat schon mal super mega mit Musik. Großartig. Oh, ich dachte, der. Okay. Ich dachte falsch. Von welchem Mega Man ist das eigentlich? Ich weiß es nicht. Ist es überhaupt ein Mega Man? Ich glaube schon. Hey, wie mache ich denn? Dreht er um, wenn ich auf ihm bin? Ist das überhaupt Mega Man oder ist das was anderes? Könnte auch ein Sonic sein. Nee, ich bleib bei Mega Man, aber ich weiß nicht welches. Mega Man 9 irgendwo? Galaxy Man? Jo, der dreht nicht um. Oh boy! Kann ich dafür sorgen, dass der umdreht? Minsch. Ja, weil so haut's nicht hin.
dachte, ich kann vielleicht auf ihn. Ach so, ja, okay. Aber er dreht tatsächlich um. Kommt jetzt zu mir? Nein, gut. Wie ich ihm auch geraten habe. Oh, wie machen wir das denn jetzt? Yikes. So machen wir das. So, was kommt jetzt? Kann ich davor scrollen? Mal gucken. Also im Moment kann ich mit dem da unten gar nichts anfangen. Also erstmal oben rum. Und dann hier. Oh nein! Oh Gott. Okay, das wird böse. Das wird böse. Ach, komm schon. Nein! Warum? Ich meine, ich bin ziemlich sicher, dass direkt nach der Tür der Midway Point kommt. Insofern kriegen wir das schon hin ohne States, aber es wird echt unangenehm. Nein, och. Oh, ja. Ah, dass da die Mann schon noch unten offen sind. Macht das natürlich noch ein bisschen schwieriger. Uiuiuiui. Ja, super mitgenommen, die Shell. Uiuiui. Wir kriegen das, wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Oh, yes! Midway Point. Oh, weia. Okay, wir reiten auf einem Iwi. Zwar nicht in die Richtung. Okay. Na dann, auf geht's! Musik ist auch cool, die kenne ich aber... Oh, wow. Kenne ich aber gar nicht. Da stellt sich mir jetzt folgende Frage. Was ist in der Richtung? Habe ich den Rhythmus? Oh.
Oh, Schande. Warum geht's denn da weiter? Soll ich tatsächlich dahin? Nein. Eigentlich nicht. Ach so. Ach so. Ach so. Das ist ein zusätzlicher Midway Point. Nice. Das ist gut. Das ist cool. Das bin ich dabei. Das heißt, man kann es zwar skippen, aber dann kriegt man den Midway Point nicht. Weil man wahrscheinlich durch die Tür nicht. Also wenn man die Tür passiert, kriegt man den Midway Point hier. Also den zweiten. Das ist eine coole Geschichte. Die ist auch dringend notwendig, hier der zweite Midway Point, weil das hier ist schon wieder. Der Angler ist natürlich nicht mein Freund. Ne? Bräuchte halt den Rhythmus vom Angler und wenn ich den Rhythmus vom Angler hätte, dann würde das besser laufen. So, komm, 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 komm. Kollege. Ja, ja, nein, stopp, 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 weiter. Wir haben den Rhythmus, wir haben den Rhythmus, nice. Das ist das Ding, wenn man den Rhythmus vom Angler hat, geht die Geschichte klar. Aber den muss man erstmal bekommen. Huh. Okay. Ah ja. Komm für den Flex. Scheiße. Guter Flex. Guter Flex. Was ist next? Das sind die gelben Punkte. Das sind die gelben Punkte. Das ist das Gleiche, ne? Ja, Mensch, haben wir heute 4 Level geschafft. Unfassbar. Danke fürs Zuschauen. Enemy Showcase. Das haben wir auch schon gesehen. Da waren wir schon mal dort. Da waren wir schon mal dort. Das ist jetzt bestimmt der Bereich, wo. Nee, ist es nicht. Irgendwo waren wir schon mal, wo so mehrere Gegner auf einem Haufen waren. Ne? Das war nicht ganz, was ich wollte. Aber ist das jetzt hier ein richtiger Level oder ist das einfach nur zum Durchlaufen? So nach dem Motto, ey, das hier sind diese Gegner und 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 das hier sind diese Gegner. Bin ich jetzt wirklich an dem einzigen fallenden Spiny verreckt? Ist das gerade wirklich passiert? Oh. Also wirklich, wirklich? Das darf doch nicht wahr sein. So, und jetzt? Ja, das ist das, wo wir waren. Genau, das ist das, wo wir waren, ne? Ihr erinnert euch. Die haben also wirklich einfach in verschiedene Level. Also die nutzen. Die nutzen einzelne Level doppelt. Das habe ich noch in keinem Hack bewusst erlebt, dass man.
ist insane. Ja gut, da haben wir das Level auch schon gespielt. Hey, schaut die Episode. Yoshi haben wir noch vor uns, Feuerblume und dann wahrscheinlich schon die Abschlussprüfung. Jetzt stecke ich fest. Ich stecke fest. Ich kann nichts mehr tun. Ich kann... Was ist das denn? Ich komme nicht zur Abschlussprüfung. Kann man da von oben runterlaufen? Nee. Vielleicht geht es, nachdem wir das Yoshi-Level gespielt haben und das Feuerblume-Level. Aber ich komme nicht zur Abschlussprüfung. Das ist natürlich stabil. Hä? Okay, ich setze mal kurz ein State. Ich resette mal eben schnell. Kann ja sein, dass das einfach irgendein Fehler ist. Ach, guck mal, jetzt ist da ein Punkt. Cape Expert. Ja, wie habe ich denn das geschafft? Dass da das Level verschwunden ist. Keine Ahnung, was ich getan habe, dann setze ich hier den neuen State. Ist ja egal, wo wir spielen. Und wir haben nächstes Mal noch 3 Level vor uns und dann die Abschlussprüfung. Also ich denke, 2 Parts noch und dann können wir das hier auch abhaken. Haben wir mal wieder ein bisschen Kaizo, also Kaizo in Anführungszeichen gemacht. Danke fürs Zuschauen und tschüss.